Ja, hallo, Christian Schemmer, Paderborn, Beziehungscoach, bla 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 bla. Diplompsychologe, meine Arbeit findest du auf liebeschiff.de, auch meine Datingkurse, sag ich mal, bei dem Thema hier heute von Razovkovka, die eine Datingfrage hat, glaube ich. Hallo Christian, ich bin seit 1,5 Jahren Single und arbeite stark an mir. Mein Gefühl sagt mir, mich schon gut umprogrammiert zu haben. Aktuell date ich einen Mann, bei dem wirklich alles soweit super scheint. Gesundes Kennenlernen, haben richtig gemeinsam Spaß, lachen viel und haben ähnliche Ziele und Einstellungen. Jetzt habe ich das Gefühl von Beginn an, dass er ein Thema mit Nähe, Intimität hat. Nachdem ich den ersten Kuss leider eingeleitet habe. Ich weiß immer nicht, wie lange ihr dabei seid. Ich kann nur sagen, mach die Datingkurse. Nein, der Mann küsst dich. Das ist also da... Kann ich jetzt auch schon gar nichts mehr zu sagen, weil meiner Ansicht nach kommt da nur Murks bei raus und weil man nimmt den Männern ihre Arbeit ab. So, und da sollte doch ein Mann, also wenn man das nicht macht, ist er entweder in seiner Polarität oder ist nicht interessiert genug. Und beides willst du nicht. Also lass den Scheiß. Und da kommt jetzt nur noch Murks bei raus, ne? Hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendeine Form von Sehnsucht nach Intimität da ist. Ja, deswegen sollst du warten, bis der Mann dich küsst, so, ne? Ich weiß gerade nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war quasi nicht gekonnt und nicht wirklich gewollt. Wir lagen gemeinsam auf der Couch, er schaute mich dabei sogar an und hatte ich nicht geküsst, offensichtlich. War irgendwie komisch. Weiteres wird die Zeit wohl zeigen. Vielleicht hast du Input für mich, wie ich damit umgehen kann. Mehr kann ich dazu nicht sagen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao.